Was geht's wohl, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Herz, Gold und Seelensilber hier bei Crush Food. Wir gehen hinein. Wir stehen nun vor der Arena von Fuchsania City. Und ich habe nochmal bei dem Wasser drüben geguckt, bei der Wasserstelle. Da gab's nichts, da gab's kein Item zu finden. Ich habe es auf meinem Pokéradar versucht und da war nichts. Gibt es hier wieder diese unsichtbaren Wände, so wie schon in der ersten Generation? Sieht ganz so aus. Die sieht man noch nicht mal hier. Und das Schlimme ist, es gibt hier mehrere Arena-Leiterinnen, beziehungsweise... Hey du, zukünftiger Champ, hoppla, sind wir ja genau rum, das sind lauter Personen, genau wie Janina, die Arena-Leiterin aussehen. Kannst du erkennen, wer von ihnen die echte Janina ist? Eigentlich nicht, und das ist das Schlimme daran, weil ich möchte möglichst alle Trainer erwischen und ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die falsche, dass ich nicht aus Versehen dann schon vorher die echte Janina erwische. Deshalb werde ich dann, wenn ich dann unsicher bin, ob ich dann vor der richtigen Janina stehe oder nicht, ein Save State setzen. Ich glaube, das war Steuerung F1, oder? Augenblick mal, das haben wir gleich, Steuerung F1, ich hoffe, dass ich das richtig... Nein, geht nicht. Oder Alt F1. Nein, das war es auch nicht, verdammt. Oder Hochschalten und F1? Ja, Hochschalten und F1, das war, Safe State setzen. Mein Gott, also die Abkürzungstasten sind auch nicht allzu einfach zu merken. Die Wände sind diesmal komplett unsichtbar. Man sieht da gar nicht, wohin man geht. So, das hier ist eine Fälschung. Ich bin Janina, aber woher wusstest du das? Egal, es wird gekämpft. Angeschmiert! Ja, war klar. Das war eine Picknickerin. Cindy mit ihren... Meet, oh Queen! Ui, da hätte ich vielleicht doch lieber Quappo verwenden sollen, weil das ist ja auch von Typ, Boden. Egal, Psychokinese und das Ding wird weggefetzt. Silver Soul wird es auch so schaffen, durch die Arena zu kommen mit den hohen Spezialangriffen. Ja, ist schon mal nicht schlecht für den Anfang. Aber leider Gottes lassen sich diese Pokémon auch nicht, deshalb auch nicht so schnell besiegen. Da muss man schon wirklich, aufpassen und die möglichst stärksten Attacken einsetzen. Und darauf achten, dass auch möglichst viele Level-Ups dabei rausspringen. Ist auch nicht so leicht. Mist, ich wollte doch gewinnen! Ja, sorry. Da war's vorher nichts. Wenn ich diese Verkleidung trage, fühle ich mich gleich viel stärker. Ja, aber du bist es nicht. So. Die hier... Ah, die kommen wir auch nicht dran. Oh, diese unsichtbaren Wände, die machen mich kirre. Ich sehe gar nichts. Ja, hallo? Komme ich hier nochmal weiter? So, hier lang. Das ist auch wieder eine Fälschung, nehme ich mal stark an. Da speichere ich zur Sicherheit. Oder besser gesagt, ich hätte einen Safe State vorher setzen sollen. Safe State laden weiß ich nicht mehr, wie das geht. Ich glaube, das war, F1. Okay, ich setze nochmal den Safe State. Und Safe State. F1 loaded from slot. Nee, oder? Was soll das? Ich spreche sie erstmal an. Ich kann aber auch kein Stückchen sehen. Haha, ganz genau, ich bin echte Janina. Nein, das ist sie nicht. Das gibt's nicht, das ist schon wieder so ein scheiß Grafikglitch und den kann man noch nicht mal ändern, oder was? Aber vielleicht geht es, vielleicht wird das wieder angezeigt. Die Attacke? Ja, die Attacke wird angezeigt. Also wenn die Attacken angezeigt werden, dann bedeutet das, dass der Grafikglitch sich wieder von selbst behoben hat. Oh Mann, wie ich das hasse, ey. Wenn man nur ein Safe State laden möchte, dann wird das wieder nichts. Nein, 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 es wird nicht angezeigt, das gibt's nicht. Also es bleibt doch wieder schwarz. Dabei dachte ich, dass das jetzt wieder ausgebessert wurde. Ah, nein. Liegt es an irgendeiner falschen Einstellung oder was ist da los? Dabei war meine Verkleidung so gut. Das ist ein Camper gewesen. Ja, ich bin ein Mann, und dürfen sich Männer etwa nicht als Turnier verkleiden? Alter, ich glaube, ich kotze gleich. Ich muss da wieder speichern und dann wieder resetten. Ich dachte, dass beim Grafikglitch, dass der Bildschirm nicht mehr schwarz werden kann. Was soll denn das? Ich habe eine neue ROM und das trotzdem hört das nicht auf. Was habe ich denn bitte schon wieder falsch eingestellt? Ah, Mann. Resetten. Und zurück dort, wo wir waren. So.
Und wieder Geschwindigkeit runter und gut ist. Oh Mann, wie ich das hasse. Ich könnte kotzen. So, probieren wir das nochmal. So, Save State. Achso, Events. Und Save State laden und bitte nicht wieder... Bust. Okay. Huhuha, ich bin schon in der Arena da drin von wegen. Reingefallen. Haha, Mann, ist das ein Spaß. Das ist eine Göre, war klar. Ach, ich könnte kotzen. Ich weiß nicht, was ich da jetzt plötzlich wieder falsch eingestellt habe. Warum jetzt der Grafik-Glitch ist nicht mehr von selber ausbessert. Irgendwas ist da falsch eingestellt. Oder mein Emulator spinnt, mein PC liegt es vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann es echt nicht sagen, was da wieder schief läuft. Ich hoffe nur, dass das jetzt bei den anderen Pokémon Spielen auch nicht so sein wird, bei der vierten Generation, bei der fünften und bei der fünften. Weil das nervt brutalst. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache, aber irgendwas läuft immer schief. Aber wenigstens gibt es keine Abstürze mehr, das ist schon mal gut. Zumindest ist bisher noch keiner vorgekommen und ich glaube, das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ereignen wollen. Aber trotzdem, irgendwann nervt das ständig, dass irgendein Fehler passiert bei diesem Ding. Weil ich hoffe, dass es wirklich nur bei Pokémon Herzgold und Seelensilber so ist, weil nicht, dass es auch noch in Pokémon Schwarz und Weiß 1 und Schwarz und Weiß 2 und bei Pokémon Bloody Platin so vorkommen wird. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Ich werde es dann schon sehen. Jedenfalls geht es dann noch weiter mit Pokémon Smart, aber es kommen noch andere DS-Games dran. Sonic Chronicles, die dunkle Bruderstadt. So, ich hätte... Blabla, ich habe jetzt gar nicht zu Ende gelesen, was sie sagen wollte. Janine ist mein Vorbild, es macht mir viel Spaß, jetzt sie zu verkleiden. So, das sind jetzt zwei Janinas. Das weiß ich nicht. Die hier könnte noch die Fälschung sein oder auch nicht. Deshalb. Save State. Und Save State Lan. Gut, tut nichts. Hehe, tut mir leid, aber es stimmt nicht. Nein, nicht auf den Arm. Ich bin es wirklich, ich bin schon. Ja, das ist die echte. Okay. Save State Laden. Falsch. Da, die hier wollte ich eigentlich haben. Ach, ich komme da nicht dran. So, jetzt aber. Reingelegt, hahaha. So, weil ich möchte jeden Erfahrungspunkt bekommen, den man hier kriegen kann. Da bin ich zwar ein bisschen, wie sagt man, zu... Ja, ich weiß nicht mehr, wie man es bezeichnet. Ehrgeizig, genau. Zu ehrgeizig. Aber was soll's, so ist es normal. Und warum triffst du nicht? Alter, Togekiss macht mich nicht wahnsinnig. Triff bitte bei der nächsten Attacke, okay? Na also. Und tschüss, Bisasam. Wahrscheinlich kommt jetzt Bisa Knospe und Bisa Flor. Obwohl, das wäre doch ein bisschen lame, weil so eine Trainerin gab's ja schon in... auf dem Weg zur Siegestraße. Bisa Knosp, okay. Akani. Ich denke, das ist wohl eher ein Job für dich, wenn sie nur Pflanzen-Pokémon einsetzt. Also Pflanzen-Gift-Pokémon. Wenn du schon in den letzten Arenas abgegangen bist, dann kannst du auch hier mal wieder versuchen, dein Bestes zu geben. Er hat doch nicht Feuersturm! Ach, geht sowieso daneben. Ich wollte eigentlich nur Flammenwurf, Mann. Ich wollte dich gleich übertreiben, ey. Flammenwurf und mach das Vieh down. Feuersturm könnte ich mir noch für Bisa Flor aufheben. Das wird wahrscheinlich einen hohen Level haben, sodass Flammenwurf wahrscheinlich allein nicht ausreicht. Schauen wir mal, was mich für ein Pokémon erwartet. Und es ist... Bisa Flor. LOL, wie lame. Die setzt genau dasselbe Pokémon ein wie... Ah, oh, Mann. Ist das... Boah, lame, das ist... Echt, wie sagt man? Voll der... Oh, ich weiß nicht, wie man das nochmal nennt. Alter, mir fallen ständig solche blöden Fachbegriffe nicht mehr ein. Dass es an Abwechslung fehlt, da gibt es ja so einen Fachbegriff, ich weiß nicht mehr. Oh, ich habe verloren, bin Schwächling. Blabla. Ach ja, an Einfallsreichtum, mangelt es ihn ganz schön. Das war dieser. Da
Bleib ich bei meinem Kostüm. Die meisten Leute sagen, ich sehe Janine zum Erwachsen eh nicht. Ja, aber da ist jetzt die echte. Gut. Ich hoffe, meine Pokémon sind stark genug. Vor allem Togekiss muss jetzt ihr sein Bestes geben. Am besten gebe ich ihm noch einen Top-Ether für Psychokinese, weil die Attacke wird es drin nötig haben. Und ansonsten müsste mein Pokémon-Team stark genug sein. Ich speichere aber zur Sicherheit nochmal ab, weil ich muss darauf achten, dass, wenn irgendwas schief geht, dass ich vielleicht irgendwie umdenken kann bei meiner Strategie. Weil ich möchte keine Niederlagenserie, so wie gegen Kai. Okay. Hey, tut mir leid, das stimmt nicht. Nein, ich nehme dich nur auf den Arm. Ich bin's wirklich. Ich bin Janine, die Arena-Leiterin von Fuxana City. Kurze Rede. Und damit geht es los. Arena-Leiterkampf gegen Janina. Und sie fängt an mit X-Bart. Uiuiuiui, ein schnelles Pokémon und stark dazu. Ich weiß es, ich habe es ja schon zweimal im Team gehabt. Ich hätte vielleicht lieber auch... Welches Pokémon wäre noch prädestiniert gewesen dafür? Ampharos zum Beispiel, aber Ampharos ist auch viel zu langsam. Okay, setze ich jetzt voll drauf in Psychokinese. Lass sie davon nicht unterkriegen, ist nur ein Flügelschlag, der bringt nicht viel. Vor allem hat Togetic ohnehin auch recht gute Abwehrwerte. Oh, nicht schlecht für den Anfang. So, nochmal Psychokinese. Am besten haue ich jetzt voll drauf, weil ich riskiere jetzt nichts und lasse jetzt nichts anbrennen. Weil wenn das Pokémon am Front noch bei Reichere landet, dann setzt sie nur wieder unnötig Top-Genesung ein und so einen Kack. Ich weiß, das setze ich auch ein, aber bei den Arena-Leitern soll das eigentlich nicht sein. Also beim Gegner soll das nicht sein, ne? Okay, Smogmog. Also irgendwie kommt ihr mir schwächer vor als die anderen Arena-Leiter, gegen die ich bisher gekämpft habe. Vielleicht kommt noch eine große Überraschung. Psychokinese! Ja, stimmt, weil Sabrina kam jetzt ein bisschen stärker vor in Sachen Level. Ich glaube, bestimmt kommt da noch eine große Überraschung auf mich zu. Ich wette darauf, dass sie da noch ein Ass im Ärmel hat. So. Ariados. Käfer. Gift. Okay, da ist Togetic wirklich perfekt. Ariados. Psychokinese. Los. Jetzt kann ich aber nicht unbedingt sagen, welches Pokémon am besten für ihr Thumbnail ich verwenden sollte. Vielleicht ist es Ariados, weil Ariados wird auch in vielen Fanarts verwendet, wenn ich mich nicht verguckt habe. Weil als ich mich nach Thumbnails für Siegfried zum Beispiel umgeguckt habe, habe ich auch Fanarts von Janina mit Ariados gefunden. Und da schon wieder ein Ariados. Ja, ich glaube Ariados sollte ich als Thumbnail verwenden. Ariados! Wenn sie so viele davon verwendet. Psychokinetic! Aber alle gehen down. Und tschüss. Ariados. Epic. Jetzt kommt Omot. Okay, ihr letztes Pokémon. Oh, das ist aber ihr stärkstes, okay. Nein. Ich mag deinen Kampfstil. Nein, ich sollte lieber Omot als Thumbnail verwenden. Ei, Psychokinese, jetzt kommt sie mit dem Kack. Und die einzigen guten Attacken, die immer treffen, sind, die ich habe, sind Aurasphäre und ja. Aurasphäre und Zauberblatt. Und beide Attacken sind nicht effektiv. Shit, und dann hat es noch Zitrobeere. Ich brauche also eine weitere Psychokinese, die treffen muss. Aber es ist jetzt bestimmt wieder Doppelteam ein. Nein, sie sind. Also es setzt gleich Matschbombe ein, das Ding. Komm. What the fuck? Alter Schwede, das macht Schaden. Aber. Es hat zum Glück den Angriff überlebt und. Kann sogar treffen. Yes, Mann. Glück muss der Mensch haben. Und damit war es das auch für Janina. Du bist stark. Hättest du was anderes erwartet? Ich sehe schon, du hast... Also selbst Koga von den Top 4 besiegt meinen Vater. Ha, du kommst mir gleich so stark vor. Ich erkenne meine Lage an. Hier, nehmen den Seelenorden. Geil, damit haben wir schon 4 Orden. Die Hälfte haben wir schon von Kanto, lol. Du bist stark. Ich habe ja ein ganz besonderes Geschenk für dich. Diese Attacke nennt sich Gifthieb und kann der Gegner vergiften. Gifthieb ist eine physische Giftattacke. Ich werde noch viel mehr trainieren und stärker werden. Nochmal möchte ich nicht gegen dich oder meinen Vater verlieren müssen. Du, die gegen deinen Vater verloren? Du hast mehr Levels als dein Vater. Du bist stärker als der. Ja, obwohl, beim Rückkampf ist er der Stärkere, ist auch klar. Alter, jetzt muss ich da wieder zurückfinden durch dieses kack unsichtbare Labyrinth, das
voll nervt. So, lass mich bitte jetzt durch. Dankeschön. Das war ein hervorragender Kampf, dreht aus, Lotto. Dankeschön. Yes. Gut, das hätten wir auch schon erledigt. Warst du auch schon mal hier? Ja, mit dem habe ich schon mal gequatscht. Da drin war ich ja auch schon. Okay, liebe Leute, dann geht es weiter zu unserer Rechten, weil wir werden wahrscheinlich jetzt noch Lavan nach Lavandia aufbrechen müssen. Und auch noch in den anderen Arenen abgehen müssen, weil vor allem in Azuria City. Das ist so unser nächstes... Oder welches Ziel ist jetzt unser nächstes? Lavandia ist auf jeden Fall unsere nächste Stadt. Azuria City wird ja noch drankommen. Müssen... Ja. Ach, Clarion, nee. Auf den habe ich jetzt keinen Bock. Lass mich in Ruhe. Der hat nur sinnloses Zeug zum Brabbeln, mehr nicht. Das ist auch so scheiße. Durch von ihr gibt das Licht der Radweg. Ist wie von ihr die Schweigebrücke. Weil es der malerische Ort ist. Deshalb haben alle Leute, egal aus welche Richtung sie kommen, auch ein angenehmes Lächeln auf den Lippen, wenn sie dieses Tor passieren. Du, selbstverständlich auch. Ja, eigentlich schon. So, Route 15. Da kann ich mich erinnern, da waren wirklich besonders viele Trainer zum Bashen. Hoffen wir mal, dass es auch gut gehen wird. Unsere Pokémon sind geheilt und ich brauche, glaube ich, auch kein VM-Opfer direkt, obwohl schon Zerschneider vielleicht. Arg, ich weiß nicht. Aber ich sollte Togetic jetzt auswechseln, weil es hat jetzt genug gekämpft. Jetzt müsste man Megania wirklich ein paar Level aufsteigen. Ach ja, die TM. Ich sollte auch noch schauen, wen ich jetzt am besten Gift-Tipp beibringen sollte. Mann, Dunkelclaw habe ich immer noch, aber keins meiner Pokémon kann die Attacke lernen. Also Quapo ist das Einzige, das habe ich mir schon gedacht. Boah, schwierig. Da müsste ich Stärke vergessen lassen. Ja komm, das mache ich auch. Aber da müsste ich den Attackenverlerner wieder aufsuchen. Ja, schon wieder Umstandsbanadeln. Das brauche ich gerade, Mann. Als ob ich das nötig hätte. So, ich sollte zuerst mal zur Siegestraße. Und von dort aus kann ich ja hoffentlich nach Johto fliegen. Was liegt da noch an der Grenze? Schade nur, dass ich nicht direkt fliegen kann. So, ja, also. Dann auf nach Eben, zurück nach Ebenholz City. Damit ich mein Quapo Gift-Hit beibringen kann. Dann hat es eine Gift-Attacke drauf, ist auch nicht schlecht. Auch physisch. Ja. So ist mein Team ein bisschen flexibel. Okay. Ich habe ja keine Herzschuppe mehr, und ja. Aber der soll jetzt mal ruhig die Attacken meines Quapo vergessen lassen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie ich das jetzt bei den legendären Pokémon so regeln werde, weil es kommen auch Entei, Raikou und Suicune dran und da brauche ich... Also für Suicune könnte ich das so normal fangen, aber Entei und Raikou, da müsste ich schon Pokémon mit Horoblick und Verhöhner ins Team nehmen. Noch dazu ein recht starkes, das ist alles andere als einfach. Ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt machen werde, aber ich werde es schon irgendwie hinbekommen, weil ich muss unbedingt den Pokémon... Ja, ich muss unbedingt... Ich möchte vielleicht in diesem Let's Play auch diese Pokémon noch fangen. Obwohl ich nicht weiß, ob ich das jetzt wirklich tun möchte. Naja. Ich kann es mal versuchen. Ja, vergiss Stärke, weil das hat ja schon mein VM-Opfer drauf. Quapo ist auch so stark. So. Dann mal her mit Gift-Hieb. Mann, solche Attacken für Finster-Aura habe ich auch noch. Das wäre so episch, wenn ich die Attacke einem Pokémon beibringen könnte. Obwohl, kann es vielleicht Togekiss erlernen? Dann muss ich aber mich entscheiden, welche Attacke es stattdessen vergessen lässt. Nope. Nope. No way. Kannst du Kniegel. Ableithieb. Das ist doch eine Kampfattacke und physisch. Warum kann es um Himmels willen Kapo nicht erlernen? Was ist da bitte schön falsch dran? Ich verstehe das nicht. Und Dunkelklaue kann ja auch niemand lernen. Das ist auch eine Geisterattacke, eine physische. Nope. Obwohl so viele eine so viele Klauen haben. Silberhauch ist eine Käferattacke, eine Spezial. Als Spezialangriff und das kann auch nur Togekiss erlernen. Oh meine Fresse, so viele gute Attacken und so wenig Kandidaten, welche sie erlernen könnten. Schockwelle wäre auch für Togekiss gut und für Ampharos. Sowohl für Togekiss als auch für Ampharos, aber er bringt eigentlich nicht so viel. Drachenklaue wäre auch so episch, aber kann auch kein Schwein erlernen. Nope. Ach, das bringt nichts.
Aber ich habe auch kein Drachen-Pokémon mehr. Wird erst im nächsten Let's Play wieder ein Drachen-Pokémon mit dabei sein, bei Pokémon Smaragd. Okay. Dann fliegen wir wieder zurück ins Glück. Mann, ich wünschte, ich könnte direkt fliegen. Warum muss man da extra immer solche Umwege machen? Das hasse ich. Das hasse ich an der zweiten Generation. Hoffentlich machen sie das bei einer anderen Pokémon-Spiel besser, wo wieder zwei Generationen auf einmal zu bestreiten sind. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt mal sowas. Wäre sowas von episch, wenn es so etwas auch noch geben würde. Weil dann wäre der Umfang wieder... Weil dann hätten sie wieder ein gigantischen... Also dann... Hätten sie wieder ein ziemlich umfangreiches und episches Pokémon-Spiel. Das wäre so geil, aber... Das kann man sich nicht aussuchen. Das müssen die Entwickler noch entscheiden. Ich weiß nicht, warum sie also jetzt nach der zweiten Generation überhaupt nicht mehr auf zwei Regionen auf einmal gesetzt hat. Vielleicht kam das nicht so gut an. Ich weiß nicht, was da die Fans jetzt haben. Jedenfalls muss es einen Grund dafür geben, warum dann ab der dritten Generation nicht mehr zwei Regionen auf einmal erkundet werden können oder mehrere halt. Warte, ich muss mal kurz meine Mutter anrufen. Alter, was bist du für ein Muttersöhnchen? Du kannst mich auch so herausfordern. Komm. Zeig mir, was du kannst. Voltoball. Okay, das ist noch lame. Also, das ist doch easy peasy. Für mein Megania ist es kein Problem. Auch Elektroball wird wohl kommen. Für Rede wert sein. Ist halt schade, dass es keine Bodenattacke drauf hat. Okay, das Ding wäre erstmals weg vom Fenster. Und das nächste Voltoball folgt zugleich. Voltoball. Zauberblatt. Super, sauber, Zauberkraft. Na, die Voltoball werden immer stärker. Und dann kommt jetzt zum Abschluss noch Elektroball. Darauf wette ich. Also Magnetflug sorgt dafür, dass Bodenattacken nicht treffen. Okay, ja. Ist vielleicht ganz praktisch, aber... Megane hat keine Bodenattacke drauf, also tschüss, Lutscher. Runde verschwendet, möchte ich behaupten. Magneton. Stahlart-Pokémon kann nicht vergiftet werden, das ist auch noch das Problem. Ich kann den Giftpudels nicht vergiften, aufgrund von Stahl. Und dann noch Tatsache, ja, auch wegen Stahl, dass deshalb auch Pflanzenattacken nicht effektiv sind. Wäre es also dumm, wenn ich jetzt, gegen Magneton kämpfen würde mit Meganie. Diese setzt sogar Magneson ein, darauf wette ich. Oder Elektroball, ich weiß es nicht. Egal. Einfach Flammenwurf draufhalten, weil ich weiß, Schaufler wäre noch besser drauf, eben vierfach effektiv, aber. Nee. Ist praktischer, weil ich möchte keine zwei Runden brauchen, um meinen Pokémon angreifen zu können. So. Ach so, jetzt kommt Magnetilo. Okay. An Anfallsreichtum mangelt es auch bei ihm, was? Also der hat auch nur, ja, zwei Voltoball, Magnetil und Magneton, also so richtig krasse Elektro-Pokémon hat er auch nicht unbedingt. Jawohl. Magneson ist dann auch ein ziemlich harter Hardcore-Elektro-Pokémon. Tut mir leid, Mama, ich wurde besiegt. Meine Mutter macht sich immer große Sorgen, ständig muss ich sie anrufen. Ach so, ja. Komm, sei doch nicht so ein Muttersöhnchen. Lass uns kämpfen, ich werde nicht verlieren. Wir werden sehen. Oh Mann, entschuldigt, dass ich euch immer vollgehe. Ich weiß auch nicht, was jetzt los mit mir ist. Und, ach Mann, ja nee, der in Xatu. Wollte mich sowas von veräppeln? Komm, Ampharos. Du kannst wieder mal aufräumen für mich. Boah, ich bräuchte vielleicht echt ernsthaft einen EP-Teiler, aber ich wüsste nicht, wo ich den herbekommen soll. Ich wünschte, das könnte mir in den Comics schreiben, aber... Naja, bis dahin habe ich schon viel zu viel aufgenommen und dann... Ja, ist es schon schon vorbei. Warum setzt es denn bitte schon Fliegen ein? Ist eigentlich nicht effektiv, Mann. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, Dummheit wird bestraft, wie du gerade sehen kannst. Und der ist Entschuldigung, normalerweise sind die intelligent und setzen immer sehr viel strategischen Kack ein.
Usimsala, bleibe ich bei Ampharos, weil es hat Ampelleuchte drauf. Ansonsten hätte ich vielleicht nichts gegen eine Unlichtattacke. Ach, Blödsinn, ich habe ja noch Togetic mit Geist. Ja, aber das bringt auch nichts. Okay. Ampelleuchte. Reflektor ist für Verteidigung, oder? Ja, passt schon. Also, Spezialverteidigung muss ich ja nicht erhöhen. Aber wahrscheinlich setzt es dann Lichtschild ein. Lichtschild war ja für Spezialverteidigung. Sehr schön. Und noch eine Ampelleuchte und das Vieh geht down. Au. Fokusstoß. Komm, das überlebst du aber, oder? 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 Yes. Weil Simsala hat mir schon genug Probleme in der Arena von Safronia City bereitet. Das kann ich jetzt nicht nochmal brauchen. Yes. Hack! Muss ich noch meine Hausaufgaben machen? Sayonara, das habe ich gestern in der Schule gelernt. Okay. So, das muss ein Pokémon-Fan sein. Gut, ich heile jetzt mal schnell mein Ampharos, weil Simsala hat den ganz schön Schaden gemacht. Gut. So, dann nehmen wir uns mal diesen Fan hier vor. Das ist Fangirl, diese Fanwoman. Bei schönem Wetter würde ich die Kinder lieber im Schulhof spielen, als Klassenzimmern zu lernen. Ja, so ist es auch. Ah, das ist eine Lehrerin. Okay, ja. Stimmt, das war auch so eine neue Trainerart. Die es, glaube ich, auch nur exklusiv in diesem Spiel gibt. So, Pflanzen-Pokémon, na toll. Oh, ich wünschte, Megane könnte etwas mehr abwechslungsreiche Attacken lernen, aber bisher ist mir noch keine Möglichkeit dazu gekommen. Schauen wir mal, wenn wieder sich die Gelegenheit bietet, ob ich dann irgendwann eine neue Attacke lernen kann. Weil so viel Level hat der Megane noch nicht und es kann noch sehr viel höher steigen. Sonnenkern ist auch wirklich ein schwaches Pokémon. Hat sogar schwächere Werte als Carpador, ist aber stärker als Carpador aufgrund der Tatsache, weil es auch Pokémon, also was auch Attacken lernen kann, welche seinen Typen entsprechen, weshalb es auch Step-Attacken drauf hat. So, Griffel. Schon eher etwas, womit Megane fertig werden kann. What, Level 31? Willst du mich verarschen? Das ist ja mehr als lame. Wenn es ein Ampediffel wäre, dann würde das noch okay sein, aber Griffel, Level 31? Ach, trotzdem reicht es für ein Level Up. Okay, cool. Ich beschwere mich ja nicht mehr. Body Slam! Jetzt! Endlich mal, aber physisch. Nee. Lass ich mal aus. Ein Versuch war es wert. Du könntest in ein paar Nachhilfestunden sagen, Pokémon gebrauchen. Oh, ich weiß, würdest du mir deine Telefonnummer geben? Yo. Die Nummer wurde im Pokémon registriert. Das freut mich, ich kontaktiere dich, sobald ich ein Anliegen habe. Ja, wie zum Beispiel im Pokémon-Kampf. Das wäre schon am epischsten. Ich glaube, dass nicht jeder Trainer, den man Kontakt hat, jetzt auch noch, dass der auch noch gegen einen automatisch auch kämpfen kann. Was? Ein Rosenrauch mitten auf den Weg? Lol. Und der nächste Pokémon-Fan, oder das ist so eine Art Lehrer. Ui, du hast ein Pokémon dabei. Zeig mal. Ja, das ist ein Poké-Fan. Was für ein kindlicher Typ, ey. Uff. Jetzt hatte ich schon Angst, dass das Spiel wieder abstürzt. Das mich jetzt erschreckt. Nein, das war wieder nur sein, ja. Ich weiß auch nicht. Heute wieder so ein Lag. Ich kann dagegen nichts tun. Ich kann noch so viel einstellen, wie ich will, dass... Diese Lags werden auf ewig verfügbar bleiben. Ich habe das auch bei anderen Spielen gesehen. Andere Spieler haben leider auch dasselbe Problem. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas mit meinem PC nicht stimmt, weil vorher war das nicht so und jetzt auf einmal ist das hier ja schon alltägliches Brot. Keine Ahnung, was das soll. Aber was soll's? Ich muss wohl damit zurechtkommen. So. Wallbeat. Ja, komm. Arcani, ich will immer nicht so sein. Warum geizen? Einfach drauf loshämmern und gut ist. So, und nochmal Flammenwurf. Burn, baby. Oh, tschüss. Bam, bam.
Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt. Ah, das war jetzt genau richtig. Die Pokémon-Kämpfe, man lernt so viel Neues über Arten, die man noch nicht so gut kennt. Moment, ich lasse ihn auch nochmal aussprechen, aber vorher kommt ein wildes Pokémon. Was haben wir denn da Feines? Ein Nidorina. Cool, aber keinen Bock. Ich fange jetzt nicht mehr so sehr Pokémon, ich konzentriere mich einfach nur darauf, die Story durchzumachen. Meine Sozialkundenklasse und ich machen einen Ausflug zum Radioturm in Lavandia. Ich überlege mir auch, wie ich jetzt überhaupt auch die Events freischalten kann bei diesem Spiel, weil, muss mich da auch nochmal genau erkundigen. Aber jetzt gerade könnte ich wirklich Body Slam gebrauchen, aber ich habe die Attacke nicht. Ich war auch wirklich so blöd, ich hätte sie wirklich, mir gar nicht beibringen sollen, aber vielleicht wäre das nur unnötig gewesen, weil es hat einen höheren Spezialangriff. Und daher würden sich Spezialattacken eher lohnen. Dummerweise lernt es da nicht so viel. Und hat es bisher nur Pflanzenattacken drauf. Ausgerechnet mein Starter. Vielleicht hätte ich ein anderes Pflanzen-Pokémon nehmen sollen, aber welche Optionen habe ich dann nur? Habe ich dann eigentlich noch als Pflanzen-Pokémon? Eigentlich nicht viel. Leider Gottes, weil als Pflanzen-Pokémon eignet sich, wenn dann schon solche Pokémon wie zum Beispiel Roserade. Wird ja auch demnächst in Pokémon Z oder in der Special Edition oder in den Nachfolgern zur 6. Generation. Wird dann natürlich auch mit dabei sein als Pflanzen-Pokémon. Was das nächste Pflanzen-Pokémon Smaragd sein wird, lasst euch überraschen. Aber es wird auf jeden Fall etwas, was ihr wahrscheinlich nicht erwarten würdet. Okay, Level Up für Kani. Schön. Zazenia. Auch noch alle Entwicklungsstufen von Knofenser, natürlich. Aber das bringt dir natürlich nicht viel. Also bei diesen Trainern räume ich eigentlich ganz gut auf. Also Probleme scheine ich diesmal nicht mehr zu haben. Und vielleicht auch daran, dass ich jetzt, dass in der Arena nicht so viel los war. Dass die Arenaleiterin nicht ganz so overpro war. Ist unheimlich stark. Ich bin müde vom Laufen, ich muss eine Pause machen. Ja, dann mach sie, Rolt. Okay, brauche ich eindeutig den Schneider und ich komme von hier aus nicht mehr zurück. What the fuck? Das ist ein einziges Labyrinth hier auch noch. Früher waren nicht so viele Stufen. Ach, ich komme eh so auch hin. Muss aber dafür das hohe Gras überwinden. Ich bin extra vom Fahrrad gegangen, damit ich jetzt keine Pokémon belästigen, aber leider Gottes ließ sich das nicht vermeiden. Ich glaube, da muss ich den Wege wieder öfters gehen, weil da gibt es bestimmt wieder immer irgendwo Items oder Trainer. Weil hier in der unteren Stelle könnte auch sich irgendwo ein Item verstecken, aber darauf habe ich jetzt keinen Bock, danach zu suchen. Sport ist mein Lieblingsfach. Oh, ein sportlicher Student. Cool. Parasek. Schon wieder ein Pokémon, das mir sogar ein Vorteil ist. Schön. Dann eben wieder. Ja, Arcani. Also so langsam gehen wirklich die Typen da auf die Nerven mit ihren Pflanzen-Pokémon. Man bekommt endlich mal Meganier richtig die Chance zu kämpfen. Ja, wenn dann in der Arena von Azuria City und dann noch in Mamoria City. Wir wissen ja, Wasser- und Gestein-Pokémon. Wissen wir ja schon. Danach wird es wirklich Zeit, wenn ich erstmals alle Arenen durch habe, dass ich offscreen trainiere, bevor es dann zu den großen finalen Dingen kommt. Vielleicht sollte ich dann auch schon mit den Events beginnen, bevor ich dann sowohl den Top 4 Rückkampf mache, als auch in der Drachenhöhle zum Beispiel. Zur Drachenhöhle müsste ich dann auch wieder zurück, wollte ich sagen. Weil dort gibt es dann auch einen ganz besonderen Kampf. Allerdings ist da auch nicht von schlechten Eltern, da müsste ich auch schon ein bisschen stärker sein. Müsste da wirklich meine Pokémon auf Level 70 hochtrainieren, wenn es erstmal, bevor es dann soweit ist, mit den ganzen, bevor es dann wirklich soweit sein wird mit diesen, also mit den letzten Kämpfen. Und vor alledem, Ditto, das muss ich sofort erledigen, weil sonst wird es noch zum Meganier und dann habe ich Probleme.
Und vor alledem kommen aber vorher noch zuerst die Events dran. Und dann kommen die finalen Kämpfe dran. Also sowohl der Rückkampf gegen der große geheimnisvolle Kampf in der Drachenhöhle. Oh nein, wie konnte ich denn verlieren? Ich schreibe eine Schularbeit und mal sammle Infos über den Arenaleiter. Wusstest du da? Wenn sie außerhalb der Arena ansprichst, geben sie dir ihre Telefonnummern. Aber bevor sie ansprichst, gibst du mir erst deine, ja? Okay. Aber wo man sie immer trifft, das ist immer an bestimmten Zeitpunkten, an bestimmten Orten. Wenn ich herausfinde, wo sich die Arena der Wand aufhalten, lasse ich es dich wissen. Ja, da kann mir dabei helfen. So kann man immer wieder gegen die Arena erneut antreten. Oh, da komme ich so runter. Gibt's hier was Schönes dafür? Nope. Nein. Schade, hier gibt's nichts dafür. Okay, kein geheimes Item. Gut, gehen wir erstmal hier rüber und da ist ein Pokémon-Fan. Und da unten sieht ganz so aus, als könnte es ein Item geben, aber ich gehe dann erstmal zu meiner Linken weiter. Hast du dir was vergessen? Ah nein, das ist wieder eine Lehrerin, oder? Ja. Also hier machen anscheinend Schüler einen Ausflug und dort, und dann kommen noch dazu die Lehrer. Da sind auch noch die Lehrer mit am Start, ist klar, wie Kloßbrühe. Sind anscheinend in einen richtigen Schulausflug geraten. Aber auch gut. Das passt schon. So. Ach man. Ja stimmt, der Pipi hat auch eine hohe Spezialverteidigung. Und jetzt kommt auch das Lichtschild auch noch dazu. Aber ich denke, dass der Blättertanz trotzdem noch ausreicht, um es down zu machen. Fragezeichen wollte ich sagen, aber es hat gereicht. Ein Pixie wäre mir noch etwas lieber, was, Frau Lehrerin? Hey, nur mal nicht erschrecken. Ich Lehrerin wurde, vergaß ich immer eine Menge Dinge. Okay, und da will sie an einige Dinge erinnern und dabei vergisst sie selber einiges. Sieht natürlich wie der Mondflur. Warte mal, wenn ich bin. Alter, Zwillingstitel, Telepathie, die müssen beide ständig das eine dasselbe sagen. Warlord? Haha, perfekt. Oh ja. Einmal Zauberblatt, bitte. Und einmal Lawine. Oder Eissplitter trifft beide? Nein, nur Lawine trifft eins. Okay. Yes. Perfekt. Perfekte Opfer für mein Meganie. Natürlich bekommt auch Mammutel was ab. Ist auch klar wie Kloßbrühe. Bei einem Doppelkampf ist es normal eine wichtige Regel. Jawoll. Ja, Regentanz. Na und? Glaubst du, das beeindruckt mich? Nee. Nein, das beeindruckt mich gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, stimmt, der Mammutel müsste da vorher noch Schaden nehmen und dann wäre die Attacke doppelt so stark gewesen, aber was soll's. Eissplitter versuche ich noch. Ja, man hat mir auch geraten, Eissplitter im Moveset zu lassen. Als ich mir Quickle ins Team genommen habe, hat man mir schon das in den Comics geschrieben. Aber das hat sich auch gelohnt, weil der Top 4 hat die Attacke wirklich gerockt. Die werde ich dann demnächst vielleicht noch brauchen können, aber so sehr werde ich es bald auch nicht mehr einsetzen, weil Blizzard erlernt irgendwann noch eine stärkere. Jetzt haben wir beide verloren! Erlernt irgendwann. Hat der Kampf gegen Spaß gemacht? Wenn du dir von den Küsten hast, will ich wissen, wann wir wieder Lust auf Mewtwo haben. Ja. Und schwupps, schön haben wir ihn, mein Gedanke war noch einfach. Oh, Clarin, ich will nicht, dass jemand anders anruft, oh Gott. AP Plus, okay. Cool. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, ist, irgendwann wird, Mammutel noch eine bessere RWS-Attacke lernen und dann, wird sowas wie Eissplitter nicht mehr gebraucht. Vorletzten braucht es Steinhagel. Ich hoffe, die Attacke finde ich irgendwo. Okay, was ist mit dir? Hallo. Los, Mann, es ist ein Pokémon Z, was zu können. Ist es jetzt ein Poké-Fan? Ja, tatsächlich, diesmal ist es ein Poké-Fan. Mit Pandir. Eieiei. Okay. Blättertanz. Ist eigentlich schade, dass die Trainer hier auch nur so wenig EP geben, weil die Sinclair haben leider auch meist nicht so gute Pokémon. Aber dadurch sind die Kämpfe auch etwas leichter und wir kommen auch umso schneller voran. Illumisi. Komm, Ampharos.
Weil da es auch von Typ Flug ist, ist auch Ampharos dafür geeignet. Und außerdem verbraucht es eh bald auch wieder ein Level up. Ladung, Stoß! Zabosch! Was? Ach so, es war nur von Typ Käfer. Oh, ich bin dumm. Dumm. Hab ich total vergessen, dass es nur Typ Käfer hat. Obwohl, war das wirklich nicht Käferflug? Ich kann mich nicht erinnern. Oh Gott, ich habe das total vergessen. Ich muss das nächste doch mal nachgucken. Was für ein Fail, ey. Aber egal, Ampharos hat trotzdem aufgeräumt und das ohne Schaden zu nehmen. Du liebes Bisschen. Mein Pokémon hinter ist nicht schwach, es ist bloß nicht so stark wie deins. Ich bin auch der Champ, was erwartest du? Ich habe die stärksten Pokémon überhaupt. Okay. Jetzt muss ich mir überlegen, wo gehe ich jetzt am besten ran? Ich würde sagen, dass ich dort runter gehe, weil dort, Ach so, ich bin eh schon wieder am Anfang. Okay. Dann passt das schon. Aber was ist da eigentlich da hinten? Da war doch irgendwas. Nein, da habe ich mich geirrt, weil es gibt keine Stelle dazwischen. Gut. Oh nein, ich wollte jetzt gar nicht kämpfen. Ich wollte den Part beenden. Nein. Ich träume davon, meine geliebten Vogelpokémon und Lüfte zu teilen. Hä? Zu zerteilen? Lüfte zu teilen? What? Okay, das ergab jetzt für mich irgendwie keinen Sinn. Oder ich habe mich einfach nur verlesen. Keine Ahnung. Ah, ich habe mich anscheinend verlesen. Gut, was soll's. Passt schon. Okay. Ampharos, los! Ein Ibitak. Ist schon recht... Ist auch ein ganz cooles Pokémon. Habe ich auch immer gerne als Teammitglied mal in Pokémon Feuerrot und Blattgrün verwendet, als ich mal privat gespielt habe. Haha. Ja, sorry, jetzt wollte ich eigentlich den Part beenden, aber was soll's, dann lege ich halt noch einen Kampf drauf. Vielleicht wollt ihr das auch, dass ein bisschen mehr vom Part auch zu sehen ist, gell? Aber gern doch. So. So, Schluss hier. Level 47 für Megania, endlich mal. So. Noch ein Ibitak. Okay, diesmal setze ich Mamutel ein. Gell, Mamutel? Das heißt auch dann Spaß haben. Mamutel! Vor dem Mamutel frisst er auch so viel EP. Das ist gut, dass es auch ein bisschen, dass es auch mal ein bisschen kämpfen kann. Dieses Ibitak ist auch etwas stärker, deshalb hat es auch mehr, bringt es auch mehr umso mehr EP. Yes. Aber schade, dass der Part wieder so lang werden musste. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Das tut mir leid. Okay, jetzt haben wir es endlich hinter uns. Also sehr, ich mit einem Schlage fliegen kann ich nicht. Aber Moment, hieß er gerade Fohlfang Chris? Was ist mein Name? Das ist bestimmt Pokémon, die vor allem fliegen beherrschen, oder? Ach, darum beneide ich dich wirklich. Was, hast du die vor allem etwa gar nicht, oder was? Okay, also ich sehe schon. Da haben sie sogar hier mal Rowdies aufgehalten. Und jetzt halten sich hier Schüler auf. Okay, ich würde sagen, liebe Leute, im nächsten Part geht's dann weiter. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Fultifig geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Herzgold und Seelensilber. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.